Guckt ihn euch an, den Scharfschützenmann. Dem geht's gut, der macht da ein Nickerchen. Liegt sogar im Schatten, naja, wenn die Flagge will. Und damit hallo allerseits. Willkommen zurück bei Spec Ops The Line. Wir setzen fort. Ein Tennisplatz auf dem Hochhausdach, auf dem Helikopterlandeplatz. Auch ein bisschen dekadent, aber das ist ja Dubai. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht vis-à-vis. Gar nichts. Vis-à-vis. Schalt die verdammten Scharfschützen aus! Erstmal rutschen. Ja, hat etwas gedauert mit der Deckung, aber mittlerweile habe ich es relativ gut drauf. Aber das Spiel ist, boah, wie wir aussehen im Gesicht. Das sieht schon so verrußt, verkohlt aus. Na gut, es war eher Dreck, aber boah, hinten am Ohr das immer noch. Sowas mag ich ja, wenn man auch an einem Spielcharakter, an einem Charakter den Spielfortschritt erkennen kann. Auch wenn es übel ist. Wieder nicht so hoch. Lade ich halt nach, hab ja Zeit. Wobei der Kopf könnte rausgucken. Ja, kann ich gerade nicht ins Visier gehen. Hier kann jemand sterben. Jetzt haben wir nicht hingeguckt, Mist. Plumps. Einer ist es noch, naja. Wurde gespeichert. Sie läuft rein. Oh, Munition. Gut, so viel können wir nicht gebrauchen, aber bevor wir rübergehen und dann nichts mehr nehmen können. Eingesagt. Gibt es noch irgendwelche Objekte, die wir auf dem Tennisplatz uns angucken können? Rote Orchidee. Da muss ich gerade noch mehr Munition. Muss ich gerade an Rainbow Six Siege an die Operation Blutorchidee denken. Blut, Rot, Rot, Orchidee. Als Wolkenkratzer ins Spiel kam. Blood Orchid. Hat da was geschimmert. Hab ich im Sandkorn. Das ist eine Seilrutsche, da müssen wir gleich rüber. Wer ist denn das, der da hängt? Guck mal, ob Lyko wieder was sagt, dem im Weg stehen. Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Scheiße! Walker! Was machst du? Hä? Adams? Was kannst du nicht machen? Zieht seine Pistole. Nicht! Oh Mann. Das wird aber auch immer härter mit dem Exekutieren. Oh Gott! Was hast du getan, Walker? Was ist passiert? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Gerade von Lugo mit, ey, kann passieren, na komm. Gerade Lugo. Ich stelle mir das gerade so vor. Am Fußweg draußen in der Stadt. Ist das passiert? Ach, nicht so schlimm. Kann passieren, na komm. Oh Mann. Die Erlebnisse sind nicht gut, die wir machen. Schon wieder ein Scharfschützengewehr. Lag Adams. Und wir haben trotzdem eingeschlagen. Weil eine Waffe gezogen wurde. Warum konnten wir die Pistole gerade nicht einsacken? Gut, wir haben die Munition voll. Aber warum liegt die Waffe jetzt nicht da? Ich frag mich gerade, ob das Bilder von den Haustieren der Entwickler sind. Von Jager. Oder vielleicht von Fans, die sich im Forum oder irgendwo eingetragen haben? Naja. Wer weiß.
Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus gern. Mein Kaugummi verschluckt. Ich schmeiß hier mit Flaschen um sich. Ich will auch. Bevor wir uns wieder an irgendjemandens Kopf abreagieren, dann lieber doch an so einer Flasche. Oh Gott, wo hab ich die jetzt hingeschmissen? Ich will die da runterkicken. Boah. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Na egal, dann fliegen wir halt runter. Boah, sieht das cool aus. Könnte meine sind Wolken mit Schnee. Das hier verschwimmt. Da das große Ding. Mit Sendekram. Wenn wir ranzoomen, dann wird das unschärfer auch interessant. Sieht schon nicht schlecht aus. Da ist der Tennisplatz. Wenn da man... Oh Gott, wie viele Bälle man dafür braucht. Wenn man mal zu weit schlägt, dann fliegt der Ball runter und dann trifft er unten jemanden. Schon ziemlich blöd, die Idee. Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Viele Schüsseln am Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Keine Deckung. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Übrigens die beiden Ecken. Ich habe ja noch nichts angesprochen. Wo ich mich damals so verdammt schwer getan habe, die sind immer noch nicht dran gewesen. Das wiederum, klar, es ist, gehört gerade mit zum Spiel, aber grundsätzlich finde ich sowas nicht schön in Spielen, wenn das durch Wände hindurch markiert ist, dass... Gegnergeschwader, auch genannt die bösen Buben. Aber es passt halt gerade zu hier, Adams, du guckst mal, wo sie sind und gibst uns somit irgendwie Bescheid. Schlutterwechsel ist aber auch interessant. Okay, Lugo. Wir packen das. Such dir einen aus, Captain, ich nehme den anderen. Okay, dann nehme ich den rechten, weil es war immer erst rechts. Ich warte auf dich, Captain. Ich muss ins rechte Auge schießen. Mehrere Scharfschützen in Sicht! Bei der Tanzfläche! Nein! Wirft er sich in das Fass. Ich nicht. MG! Rechts! Oh, er hatte nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung. Feind erledigt! Das Kommentare dazu. Ich wollte es noch schlecht. Aha. Hier gibt's nicht viel Deckung. Ja, eine ist weg. Die wird auch gleich flöten gehen, ne? Ja. Ich wollte gerade Lugo sagen, hier mach mal weg, aber da sind wir gestorben. Nicht gut. Drücke dich oder geh in Deckung, um mit dem Präzisionsgewehr besser zielen zu können. Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Wird mich erst mit den MP-Schützen kümmern, aber der ist noch nicht da. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Ins Kinn. Kontakt! Gegner erledigt! Mehrere Scharfschützen in Sicht! An der Tanzfläche! Ich hab ihn gemacht. MG, rechts! Gott. Lade nach! Haltet sie mir vorbei! Feind erledigt! Ich achte mal, dass da nicht noch jemand hingeht. Oh, Raketen ist auch nicht gut für unsere Deckung. Der Kopf ist gerade zu günstig. Mist, ist wieder jemand dran. Scheiße!
zum Glück sind die so schlecht mit ihrem Raketenwerfer. Kann ich weit genug nach hinten gehen? Ne, die treffen uns trotzdem. Scheiße. Kack, Dreck. So, hier ist genug Deckung. Feind bewegt sich! Ah, Mist. Kann sie dazwischen. Aua. Okay, erstmal den Raketenwerfer, Mann. Scheiße! Verdammt! Bin unter schwerem Beschuss! Das ist echt komisch in der Zieloptik. Oh. Das waren alle. Gute Leute haben wir. Kinder. Aber das ist halt echt komisch in der Zielvisierung. Ich kann teilweise nicht höher gehen. Ich kann zwar jetzt nach ganz oben gucken, aber wenn ich ganz langsame ganz langsame Bewegung mache. Gut, wir atmen noch. Wenn ich jetzt nur visiere und mich nicht bewege, dann bewegt sich unsere innere Mitte, weil wir halt atmen und halt auch noch gegen den Sturm ankämpfen müssen. Tune in out. Die Frequenz vom Radio, Mann. 97,6. Jetzt haben wir hier noch 3 Kisten, ey. Gibt's hier noch Infoobjekte? Ich glaube aber, wenn ich nochmal zum Schnipper zurückgehe. Es liegt womöglich an der Auflösung, aber ich muss halt nur stärker nach oben gehen, wenn ich nur ganz, ganz leicht. Oben steuere, dann komme ich nicht gegen dieses Atmen, sage ich mal, an. Ich muss da wirklich deutlicher gegen vorgehen. Ja, so geht's. Merke ich mir, falls wir nochmal damit schießen. Gut. Dann gehen wir mal rüber. Gucken, wenn wir jetzt den Schädel einschlagen. Ihr macht aber alles wieder sauber, ja? Nö. Hugo, Spitzentyp. Ja, erledigt. Den lasse ich euch durchgehen. Immer mehr ohnehin unheimlich. Oh Mann. Die kommen jetzt alle dazu. Woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Ist das Ketchup? Jede Wette, die sind schuld. Hä? Videospiele? Moment. Was? Nö. Da standen wir mal. Jetzt sind wir alle hier. Adams. Ist der schon weiter? Ja, okay. Ah, oh, guten Tag. Wie? Ach, der darf hier lang krabbeln. Das war so gescriptet. Ich würde schon sagen, wie lange krabbelt der hier noch rum? Kann aber nicht wahr sein. Nichts zum Einsammeln, schade. Ah, das ist wieder was für die Schrotflinte von der Adams. Nix zum Einsammeln. Hier ein paar Flaschen. Moment. Geil. Abräumen. Geht gleich weiter, aber bei dem ganzen Schlamassel, den wir hier erleben. Hoppala. Muss auch etwas Spaß mal sein. Keine Kante zum drüber springen, weil das hier schon davor ist. Upsa. Da ist ja schon gut. Andere wollen vielleicht auch noch ein paar Flaschen mitnehmen. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Deswegen spielen wir auch mit den Flaschen. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk.
Das glaube ich auch, denn der Lugo ist spitze. Aladdin hoch. Die Hand des Midas. In dem Fahrstuhlschacht ist ein Waschbecken? Okay. Mit Dusche? Geheiminfos. Ah, das Toilettenpapier. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat er es vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Ja, das haben wir gerade vorgelesen als Martin Walker. Robert Darden heißt er also. Warum legt er seinen Presseausweis hier hin? Klicken hart. Sind das Feuerwerksbatterien? 12 Schuss. Wassertabs. Wie, hier oben ist niemand. Wow, wie sich die Stimmung ändert. Ich meine... Die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow. Das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt! Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich! Ich hab's getan. Schluss jetzt! Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los!
Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht, los, komm! Also nebenbei, Lugo, sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik wegen mir, macht euch los! Los geht's! Was hat Lugo gesagt, als wir die Zivilisten geweißphosphort haben? Da bewegt sich was! Er hat uns verdammten Killern gemacht. Ja, da tun wir Trauer bei jedem. Möchten Sie uns Munition geben? Ich meine, wir haben ja noch vier, aber... Es soll daheim bleiben sollen. Oh Mann, P90, aber... Wie lange kommen die noch, diese Spezialeinheiten, dass wir die Munition mitnehmen können? Lugo macht oben klar, Chef. Ich hoffe, das geht klar. Hugo muss auch mit, also er muss am Ende nachziehen. Okay, die springen auf. Warum wartet ihr überhaupt zu? Gerade, das hat Munition gekostet. Ganz schön viel sogar. Guck das. Solange die hier nicht rein Raketen werfen. Oh, okay. Oder irgendwas reinschmeißen, ist ja so eine super Ecke. Adams, geht da weg, wenn da was geflogen kommt. Ich dachte, Adam schießt auf ihn, aber nein. Lass die Lugo in Ruhe. Ja, Lugo, aber... Okay, jetzt... Ich brauch hier Deckung! Jetzt habe ich... Ein grüner Laser ist Lugo. Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Lass die Lugo in Ruhe, du Arsch. Die leben doch nicht mehr, die zittern bloß noch. Scheiße! Unter schwerem Beschuss! Adams, bloß nicht zu Boden gehen, ja? Schön in Deckung bleiben, wenn es nicht anders geht. Zurecht. Lugo kann gerade gucken, ich will das selbst machen. Ist halt nicht die Waffe auf die Entfernung, überhaupt nicht. Wenn er nochmal rausguckt, dann gebe ich Lugo den Befehl. Das will er nicht. Na komm schon.
Aber die Hoffnung, wenn wir uns bewegen, bewegt er sich auch. Weil er das so einprogrammiert bekommen hat. Deswegen bewege ich mich hier hinter der Deckung. Nein, ich verwende jetzt keine Granate. Haufenweise P90. Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte! Haha! Danke, Lugo. Vielen Dank, du bist ein Held. Gern geschehen. Weg, 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 weg. Okay, war schon weit genug weg. Jetzt hier nicht sterben. Hallo Granate, wie geht's dir denn so? Adams, wir müssen mal kurz kuscheln. Bleib bitte in Deckung, wir können hier zu zweit hocken. Einer kommt aus der Deckung! Rein, bekommt Verstärkung! Am Ende steht er nochmal auf, aber nee, der wäre nicht auch wieder aufgestanden. Er hat ein drittes Auge bekommen. Hab ein! Vorsicht, Granate! Deckt mich, das war die letzte Granate, die er geworfen hat. Die ganzen Vorräte gehen mit der Granate kaputt, die hier rumstehen. Die armen Zivilisten, denkt denn keiner an die? Die müssen ja auch irgendwas futtern, wenn wir nicht mehr da sind. Oh, hier kommt ein anderer Heli an, oder? Der schießt noch irgendwas. Ja. Oder mit dem... Oh. M249, glaube ich, drüben. Kommt jetzt die Szene aus der Anfangssequenz nach dem Hauptmenü? Lass ihn an, Adams! Ja. Die Minigun? Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, wir müssen warten, bis Lugo da ist, genau. Unterwegs. Gib mir Deckung. Na, aber hallo. Da kommen Sie. Lugo ist da oben. Yep. Ah, vielleicht. Lugo, Moment. Schrotflinte. Gott, wir sind gleich weg. Yep. Oh, doch nicht. Jetzt aber. Okay, nochmal. Elite-Einheiten erkennt man an den dunklen Uniformen und speziellen Abzeichen. Lieber das, ich soll nicht vorlesen, sondern für mich lesen. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing dein Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Willkommen Sie! Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja? Schon mal Deckung entfernen. Die Zeit wird knapp, Lugo! Beeilung, verdammt! Auf den Blammarsch! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Da drüben auf dem Dach! Noch mehr! Auf dem Dach! Das ist klar! Los, runter! Verstanden! Dann ist Lugo. Ich glaube, ich habe schon alle Treibstofftanks. Einer ohne Deckung, leg ihn um! Lugo, bei dir? Bei dir? Ja. Yep. Links von uns Gebäude. Rechts von dir, alles klar. Links von dir, noch nicht. Hinter mir. Die kommen hinter, hinter mir. Dir. Deckung, verdammt. Na, aber hallo. Schaffst du, Lugo, schaffst du. Dann ab die Post. Jetzt fliegt denn hier hoch. Ey. Reiß mal da beim Pool, Adams. Was? Warum? Mal sehen, was die Kanone drauf hat. Uhuhuhu. Nicht schlecht. Es brennt alles. Da, bring uns tief runter! Gut, festhalten!
Das kann ich jetzt sehen, geht auch so. Hörst du das, Adams? Bring uns hin! Das Ding gefällt's doch gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Komm schon, fahr um. Boah, der lebt ja immer noch, der Arsch. Jetzt. Ja, ja, ja. Wir gehen aber auch gerade voll auf. Ist genug Turm. Der Turm muss weg. Jetzt schon. Nein, aber Conrad, ich hoffe, er hat aufgepasst. Adams, schaff uns hier weg, verdammt! Ja, Sir. Shit! Was ist? Wir kriegen Besuch. Wir haben uns selbst zu Scheißkillern gemacht. Moment, hier stimmt was nicht! Ja, jetzt ist es zu spät! Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! Wie meinst du das? Ah, scheiß drauf! Das ist doch ein Quatsch! Mach die Wichser einfach fertig! Déjà-vu! Zu Beginn des Spiels. Guten Flug! Wo? Das ist neu. Das Missile? Das Raketchen. Wo ist der zweite Helikopter jetzt hin? Der war ja hinterm Haus vorhin. Einer fliegt ja gegen den Baukran. Ein Missile. Wir erholen uns ja auch gefühlt gar nicht mehr. Erst auf einen konzentrieren, dann auf den nächsten. Erstmal einen runterholen, dann den nächsten. Wenn der Helikopterpilot tot ist, kann der Helikopter nicht mehr so gut fliegen. Jo, Sandsturm, nähert sich schnell! Los, bring uns hier raus! Nicht mit den Typen am Arsch! Dann bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Jetzt kommt der Kran, jetzt kommt der Kran. Sie mich hören. Colonel? Öffnen Sie die Augen, Walker. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Wobei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammnis. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der nur Befehle ausführte. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut.
Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain! Lugo! Hilfe! Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor sie ankamen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor ihnen schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker! Wenn du lebst, dann antworte mir! Colonel. Was? Ich bin's, Adams! Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Folge einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Was war das denn jetzt schon wieder? Boah, sieht das gut aus. Majestic. Gerade erst Alan Wake abgeschlossen. Da tauchte das Majestic auf. Jetzt gibt's hier ein Boot, das so heißt. Oh Mann, wie wir aussehen. Schwer gezeichnet. Von dem, was wir erlebt haben. Von denen, die wir überlebt haben. Und von dem, was wir getan haben. Was mit ihm hier? Sonnenbrand im Gesicht. Ganz unangenehm. Vor allem haben wir wieder eine Diegel aus dem Hut gezaubert. Lag vielleicht dann irgendwo rum. Unsere Waffen haben wir verloren beim Flug aus dem Helikopter, schätze ich mal. Das wäre zumindest die Erklärung. Adams schießt, oder? Sollten vielleicht mal etwas Kette geben. Hat er gerade Hitler gesagt? Wir helfen. Aber das ist jetzt eine Stelle von den beiden, die ich auf dem etwas leichteren Schwierigkeitsgrad so überhaupt nicht gebacken bekommen habe. Stelle 1 von 2. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen. Bin gespannt. Hoppala. So, wen zuerst abknallen? Der, der uns am nächsten steht. Ich hab den Hurensohn! Hast du bloß eins? Wir sind alleine gerade hier auf dieser Seite. Ach, Adams. Wir sollten zu denen nach vorne rennen wegen der Waffe. Wir haben nicht so viel Schuss. Obacht. Waffe holen, Waffe holen. Sky, Sky. Keine Granaten dabei. Hab ihn! Na, dann ist gleich hin. Helfen. Kannst du gehen? Komm, ein Stück zurück, Adams. Komm, komm, komm. Moment. Halt mir diese Kerle vom Hals. Ich übernehme die 33. Oh komm Gott. Auf die Beine. Geht so gar nicht gut. Au, 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 au. Adams kreucht und fleucht schon. Letztes Magazin und 3 Schüsse. Verdammt, sie umgehen mich. Gib mir Feuerschutz, Adams. Ich schalte ihn aus. Ich töte dich. Hey, bin noch gar nicht gestorben. Weiß gar nicht, wie das beim letzten Mal war, als ich das Spiel gespielt habe. Ist Adams, aber das war eine der schwierigsten Stellen für mich damals auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad. Da ist eine Munitionskiste. Jetzt sind gerade nicht viele Gegner und vor allem sind die weit weg. Das sollten wir mal... Okay.
so effektiv. Oh, wir haben Unterlauf bei der... Den Granate! Nein. Granate raus! Ah, die Schuppen nicht wieder hinter der anderen Deckung. Kill ist bestätigt, verdammt! Kill. Nahkämpfer nicht. Au! Da hat jemand gediegelt. War das Adams oder war das der böse Bub? Boah, Adams sieht überhaupt nicht gut aus und der liegt auch nicht. Oh, und schwerer. Ach, Scheißdreck. Haltet sie mir vom Leib! Ein Kollege ist mitgestorben. Boah, das Ding hat ja 4 Schuss. Er lädt nach. Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Okay, zum ersten Mal gestorben. Ich wollte halt jetzt noch schnell ein paar Schüsse abgeben, bevor er zu nah ist. Hätte ich mich aber eher zurückziehen sollen. Walkers Besessenheit mit Conrad hat nichts außer Zerstörung gebracht. Für seine eigene Einheit und ganz Dubai. Ich sag das einfach nicht lesen. Passt auf die Schrotflinte auf! Hab ihn! Passt auf die Schrotflinte auf! Sind wir schon so schizophren oder was? Lugo ist ja gerade nicht hier, wir sind gerade zu zweit, Adams. Da links läuft jemand um. Lade nach! Gib mir Deckung! Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Oh Gott, ich bin mal fast leer. Oh, oh. Oh, keine Deckung, ich muss wieder zurück. Ah. Mist. Na, zu spät. Okay, also wie gesagt, das ist eine der besonders schwierigen Ecken hier im Spiel, wo ich mich schon damals schwer getan habe. Mal gucken, wie viele Versuche wir noch brauchen werden, aber das finden wir mal in der nächsten Folge heraus. Und wir müssen Lugo wiederfinden. Und Adams muss durchkommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.